Schauspielerin Nina Bott ist ein echter Familienmensch. Anfang 2021 bringt sie ihr viertes Kind, Söhnchen Lobo, zur Welt. Doch nur wenige Monate später muss die sechsköpfige Familie plötzlich getrennt werden. Grund dafür ist eine Corona-Infektion von Freund Benjamin Barz. Die 43-Jährige meistert Haushalt und Kids ganz allein. Entsprechend groß ist die Freude, als ihr Herzensmann nach der Isolation wieder bei der Familie sein kann. Ja, bei den sechs war ziemlich viel los. Keine Frage, dass sie sich einen Familienurlaub verdient haben. Sogar die Oma ist auf Zypern mit dabei, wie die sympathische Blondine auf Instagram verrät. Neben Windsurfen bespaßt sie auch ihre Kids. Doch auch ein bisschen Me-Time gönnt sich die gebürtige Hamburgerin. Wie hier auf einer Veranda mit Blick aufs Meer. Bei blauem Himmel wird die Moderatorin etwas von der Sonne geblendet. Trotzdem schaut sie direkt in die Linse. Wir haben wiederum nur Augen für sie, genau wie ihre Fans. Einer schreibt, wie immer, wow. Und dem können wir nur zustimmen. Zu einem lockeren Dutt und einer filigranen Kette trägt die Powerfrau, wie sollte es auch am Strand anders sein, einen wunderschönen Badeanzug. Komplett in Leoprint gehalten, hat dieser vorne einen kleinen Cutout und auf der Rückseite einen größeren. Perfekt zum Sonnen, das weiß auch die frisch gebackene Vierfachmama Nina.